Live vom RC3 im Leipzig Internet. Alle Vorträge im Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit dem Hashtag #C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind Flosse, Kaste und OS10.000. Oh, und jetzt ist mein Stream stehen geblieben. Dieser Talk wird auf Deutsch übersetzt. Ah, nochmal die Ansage, dass die Übersetzungen kommen. Das ist natürlich immer gut. Ross, ready to start? Let's go. Have a good time. Enjoy. Yes. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin Ross Anderson. Ich bin hier schon ein bisschen länger dabei und ich bin schon länger bei den Crypto Wars mit dabei. Jetzt haben wir hier wieder einen Stream Outage. Können wir die Folien sehen? AO. Momentan kommt hier gar kein Text, auch wenn ich, also Lippen lesen kann ich nicht, aber wir sind bestimmt gleich wieder da. Da ist er wieder. Was ist passiert? In 1950 hat jemand diese Firma aufgesetzt und hat sie an die NSA verkauft. Und für ein paar Jahre haben die Länder das Ding gekauft. Jetzt habe ich wieder keinen Ton. Und die NSA konnte mitlesen. Es ist kürzlich rausgekommen, dass England gegen Argentinien im Falklandkrieg aus diesen Maschinen gekommen ist. Deswegen hat England gewonnen. Nächste Folie. Und in dieser Vorgeschichte der Kryptokriege, da war das alles nur zwischen Regierungen und die Zivilgesellschaft hat nicht so viel damit zu tun gehabt. Damals war ich im Bankgeschäft. Und wenn wir die Sachen verschlüsselt haben auf der Übertragungsstrecke, dann hat die Übertragungsstrecke aufgehört zu funktionieren. Das heißt also, wir sind in der Industrie davon abgehalten worden, Verschlüsselung einzusetzen. Und dann Shamir und Edelman haben Verschlüsselungen erfunden und dann sollte das klassifiziert werden, aber das haben sie verloren, die haben es einfach publiziert. Und dann ist der DES veröffentlicht worden. Der DES war so entworfen, dass er gerade stark genug ist, dass er halt auch von der NSA gebrochen werden konnte. Und heute geht das relativ einfach. Eine Bitcoin kostet 268. So, der Clinton, der amerikanische Präsident, hat in einem der ersten Kabinett-Treffen sich dafür eingesetzt, dass also dieser Clipper-Chip eingebaut wird in alles. Und der Clinton hat gedacht, er könnte damit die Welt in Ordnung bringen und war ein bisschen naiv. Und er hatte von der NSA einen Schlüssel drin, dass also die NSA immer mitlesen konnte.
Und das erste Produkt war halt von der NSA ein Telefon. So, dieses Clipper-Protokoll, da hatte also jeder Chip einen geheimen Schlüssel und der war eindeutig, der war einzigartig. Und außerdem hat er zusätzlich noch ein extra Feld drin, wo der Schlüssel mit rausgeschickt wird, aber halt nur so, dass die Regierungsbehörden darauf zugreifen können. Und das heißt also, der verschlüsselte Schlüssel ist mit dem Schlüsseltext mitgeschickt worden, damit halt bestimmte Parteien das wieder aufmachen konnten. Und das haben wir alle so furchtbar gefunden. Und amerikanische Firmen wollten es nicht, weil verschiedene fremde Länder dann halt abgesprungen sind und halt keine amerikanischen Produkte mehr kaufen wollten. Und sogar bei ihm in der Universitätsklasse waren welche, die haben die Firma N-Cypher gegründet. So. Und dann war halt die Frage, würde das den elektronischen Geschäftsverkehr killen? So. Also der erste Rückschlag oder der erste Schlag in den Crypto Wars war, dass Matt Blaze gefunden hat. Also dieses Tag war nur 16 Bits lang und damit konnte er. This meant that Alice could generate a bogus leaf that would pass inspection but okay. Wouldn't decrypt the traffic. Das heißt also, Bob konnte einen neuen Schlüssel generieren, aber und damit ist es möglich geworden, Interoperabilität herzustellen mit diesen Chips, die dann aber nicht von der NSA mitgelesen werden konnte. So. So, der nächste Schritt bei den Crypto Wars war, dass die Krypto-Software aus Amerika raus exportiert wurde. Und zwar damit, dass also der Code als Sprache deklariert wurde und das mit dem amerikanischen ersten Amendment begründet, dann nicht verhindert werden konnte. And this was protected by the First Amendment. They sent it across. Die haben das von Amerika nach Kanada geschickt, haben es dort in den Scanner geschickt, haben es neu kompiliert und dann haben sie es dort verteilt. The Bernstein case around code as free speech, and Bruce Schneier rose to fame with his book Applied Cryptography, which had protocols, algorithms and source code in C. Which you could type in order to get cryptographic algorithms anywhere. And we saw export-controlled clothing. This T-shirt was something that many people wore at the time. Wir sahen außerdem exportkontrollierte Kleidung. Ich habe mein T-Shirt zu Hause gelassen. Dieses T-Shirt war eine Implementierung des RSA-Codes in Perl. Und wenn man ein US-amerikanischer Bürger ist, durfte man dieses T-Shirt nicht auf sich sehen lassen. Und wir hatten damit viel Spaß, also man konnte damit einen guten Lacher haben. Das war nicht nur auf die USA begrenzt. Das große Problem, wenn man versucht, GCHQ in den EU anzuwenden, ist
this was something that stalled the progress of key escrow, if that's a good way to describe it in Europe. Das Problem war, dass verschiedene Länder in Europa verschiedene Jurisdiktionen hatten und dass zum Beispiel, wenn man ein Handy in Ungarn gekauft hat und eine spanische SIM-Karte drin hat, dass dann nicht klar, welcher von den Geheimdiensten Zugriff kriegen sollte. Und die NSA hat dann irgendwann vorgeschlagen, dass alle CAs, also die Certificate Authorities, diejenigen, die Zertifikate für die Verschlüsselung ausstellen, genehmigt werden müssen. Und die Idee war dann, dass man eine CA für die Regierung hat und für private Firmen andere hat. Die Idee war dann, dass wenn jemand zum Beispiel in Großbritannien jemand in Deutschland anruft, dann war das in deren Augen eine sichere CA aus Sicht der NSA, aber aus unserer Sicht eine unsichere. Und dementsprechend hätten sie es dann abhören können. So, das war jetzt das GCHQ-Protokoll. Wenn Alice aus dem Landwirtschaftsministerium mit Bob in der Wirtschaft reden will, dann ein Sicherheitsoffizier nach einen Schlüssel an sie zu schicken, also ein Sendenschlüssel und ein Empfangsschlüssel für Bob. Damit würden sie dann Hashes ausführen. Mit den privaten Schlüsseln würden sie jetzt jeweils verschlüsseln, tauschen und damit dann wiederum verifizieren, dass die Schlüssel funktionieren. Es war ein relativ kompliziertes Protokoll und hat einen Haufen Probleme, damit die man erst merkt, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut. Vom Gesamteffekt, wenn man den betrachtet, hätte man auch einfach Kerberos nehmen können, weil am Ende des Tages hast du eine Verteilstelle für die Schlüssel auf beiden Seiten und man gewinnt eigentlich überhaupt nichts dadurch, dass man Public Key Kryptographie benutzt. Das andere ist, wofür braucht denn eigentlich die Strafverfolgung Zugriff auf die zentral generierten Schlüssel, mit denen signiert wird? Die Polizei will ja Dinge lesen und nicht irgendwie Dinge fälschen. Die müssen ja keine Nachrichten erzeugen. Und die Schlüssel enthalten halt die Namen von Abteilungen in der Regierung, und wenn man mit der Regierung gearbeitet hat, weiß, dass die ganze Zeit die Namen ihrer Abteilungen ändern, und dann hätte man ständig Schlüssel neu ausfüllen müssen. Da wäre eine wahnsinnige Komplexität mitgekommen. Heutzutage, trotz aller Schwierigkeiten, wird es heutzutage auch bei den Top-Secret-Sachen der Engländer wird das immer noch benutzt. Und irgendwann wollten sie aber umsteigen auf die Google-Suite. So, wenn wir jetzt knacken wollen, müssen wir nur noch die Passwort-Vergessen-Fragen, mit denen man ein Passwort wieder zurückkriegen kann, raten, und dann kommen wir auch dran. Das macht es natürlich einfacher. Dann gab es ein anderes Verfahren, das war das weltweite Internet-Vertrauensregister. Das war vor der 1997er Wahl. Labour in England hat versprochen, dass sie Vice President Al Gore went to visit him, and all of a sudden Tony Blair decided that he wanted all certification authorities to be licensed. So, und dann haben sie das also durchs Parlament gedrückt, dass alle Top-Level Certification Authorities lizenziert werden müssen. Und du bist der Minister der Bücher, warum machst du ein Gesetz, um Bücher zu verbieten? Und dann sind sie zu MIT gegangen und haben das als ein echtes Buch gemacht. Und Bücher sind angeblich geschützt.
the topic onto the agenda. Und dann haben sie das auf die Agenda gesetzt für die Diskussion im Parlament. Also wir haben eine NGO gegründet, und zwar Information Policy Research, und wir hatten keine Schwierigkeiten, von den großen Firmen 100.000 oder 200.000 Euro zu bekommen. So we were able to hire Caspar Bowden for 3 years to basically be the director of FIPR and to look at on this. Now, if we can go back to the slides zurückgehen and go to the next slide. So, jetzt bringen wir das alles zusammen. So in 1997 haben Hal Albertson, Steve Bellowin, Josh Benalo von Microsoft, Matt Blaze von Clipper, Whit Diffie, der die Unterschriften erfunden hat, Peter Neumann vom SRI, Ron Rivest vom MIT und haben zusammen ein Paper geschrieben über die Risiken von Schlüssel rausholen. Und haben in diesem Paper beschrieben, was die Konsequenzen sind, wenn dritte Parteien und Regierungen sowohl die Verkehrs- als auch die Inhaltsdaten ohne Benutzerwissen bekommen können. Und jetzt haben wir in Europa nicht gewonnen, weil wir akademisch gewonnen haben, sondern weil Martin Bangemann als der Kommissar der EU und die also die Firmenführer haben ihm geraten, das abzulehnen, und dadurch sind sie Erfolg gekommen. Und er hat eine Direktive, eine EU-Direktive entwickelt, wo er elektronische Unterschriften reguliert hat. Und damit hat er dieses ganze Key Escrow kaputt gemacht. So, und eine der Anforderungen ist, dass dieser Unterschriftskey niemand anderem bekannt sein darf, und damit hat er also diesen ganzen Regierungsstellen, die halt Kopien haben wollten, die Rechtsgrundlage entzogen. Und das war ein das war ein großer Konflikt für englische Firmen, dass sie also auf der einen Seite halt mit der einen Sache konform gehen mussten, der europäischen Direktive, und auf der anderen Seite halt das Zeug rausgeben, weil sie nicht wussten, was sie tun sollen. Conditions into the bill, which meant that if a court or a chief constable, for example, wenn also jetzt ein Polizist zu einer Firma geht und so einen Schlüssel verlangt, dann muss er den halt von einem Direktor verlangen. Aber im Prinzip mit dieser Direktive kann er das nicht. So. Der nächste Schritt in diesen Kryptowars war der Gewinn in Amerika. Al Gore wollte nicht mehr mit der Tech-Industrie kämpfen, weil er sich als Präsident wählen lassen wollte. Und dann haben sie einen Deal gemacht, die amerikanischen Behörden würden sich einfach darauf verlassen, dass genug Fehler, Softwarefehler drin sind, und die ausnutzen, um halt an die Daten zu kommen, anstatt das über ein Gesetz zu regeln. So, und die NSA hat Zugang zu diesem Strom von Zertifikaten gegeben, und die Exportregeln sind liberalisiert worden. Und in 2002 hat Robert Morris, der Ältere,
bei der NSA, okay, das Ziel war, dass während dem Dotcom-Boom, wo so viel Technik entwickelt wurde, alles mit schlechtem Schutz oder gar keinem Schutz entwickelt wird, und das war das Policy-Ziel. Also was war der Kollateralschaden von diesem ersten Crypto-War? So, ich habe also in das letzte akademische Jahr meine dritte Ausgabe von meinem Buch geschrieben, und dann habe ich das hier zusammengetragen. Also Autodiebstahl hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Dann haben wir also die Krypto in Autos war einfach schlecht. So, das hat sich also verdoppelt, der Autodiebstahl. Das war einfach die falsche Kultur. Es gibt Millionen von Türen, die mit Mayfair Classic bedacht sind, da wo ich arbeite hier. Und die Universität, wo ich arbeite, hat also im Jahr 2000 die Dinger geändert, und da ist immer noch Mayfair Classic drin. Und das sind tausende Organisationen weltweit. Das ist einfach zu teuer, diese ganzen Dinger zu ändern. So, dann ganz viele Nationen haben Certification Authorities, denen unsere Browser vertraut. Und Iran zum Beispiel macht Unsinn damit. Die meisten Nationen haben eine garantierte Möglichkeit, sich zwischen den Browser und das Ziel dazwischen zu hängen. Wir machen jetzt so Sachen wie Certificate Pinning, dass das für hilft, mitzukriegen, wenn was geändert wird, aber es macht schwierig. So, Telefone sind unsicher. 2G waren ein Problem im Crypto War und wegen dem Crypto War, 2G war vor dem Crypto War, und 4G, 5G sind wegen dem Crypto War nicht viel besser. And as I mentioned, the agencies own the CERT Responsible Disclosure Pipeline, which means that they get a free fire hose of 0 days. Also die, die Regierung hat einen frühen Zugang zu der CERT Pipeline. Das heißt, die kriegen Verletzlichkeiten früh mit, und damit haben sie die Möglichkeit, Dinge auszunutzen, bevor die öffentlich bekannt sind. So, hier ist mein Buch, und das gibt es jetzt auch. Und als ich das geschrieben habe, ist mir klar geworden, wie groß der Schaden ist. So, jetzt kommt die nächste Regierungs. So, also es gab den War on Terror zwischen 2000 und 2013. So, und Bush und Blair haben zusammengearbeitet und Gore unterstützt oder sagt dem Blair, er soll doch bitteschön hier diese EU Dual Use Regulation benutzen, um Kryptosoftware Export einzuschränken. Und er möchte, dass von Sachen wie anfassbaren Sachen wie Pistolen auf Software zu erweitern. In 2002 hat das UK-Parlament gesagt, nee, das machen wir nicht. Weil das nämlich alles umfassen würde, nicht nur Crypto-Code, sondern auch Forschungsergebnisse und so weiter.
Sir Robert May. But what then happened is that GCHQ used so, und das GCHQ, das ist also die NSA der, von England, die hatte also die EU damit geärgert. Nach der Exportkontrolle wechselte das der Fokus zur Kontrolle von Daten. Sorry about that, folks, but all I can say is at least we helped start EDRI a year after that. So one of the immerhin haben wir geholfen, EDRI ein Jahr später zu starten. Started talking up the need for a comms database. Der Home Secretary Jackie Smith startete eine Datenbank aller Metadaten darüber, wer wen informiert hat und wer E-Mails zu wem geschickt hatte. Und was uns eingebläut war, wenn du nichts zu verbergen hast, hast du auch nichts zu befürchten. Und sie copied all the expense claims onto a DVD. And they hopped it around Fleet Street until the Daily Telegraph bought it from them for £430. Alle and then Ausgaben wurden auf eine DVD kopiert. Telling scandalous things about what various members und of Parliament had claimed from the dann konnte der Daily Telegraph darüber berichten, was für skandalöse Dinge Mitglieder des Parlaments in ihren war das ein Sieg? Nicht wirklich. Der Sieg im Parlament war erstmal trügerisch. Ich greife jetzt schon wieder vor, aber versuchen wir das nochmal. Die andere Sache, die wir gemacht haben in 2000, war, dass ich ungefähr ein Drittel meiner Zeit, mit der ich die Wirtschaftlichkeit dieser von Verschlüsselungen als Disziplin betrachte. Der Auslöser war, dass for example, if you've got a payment system, then in order to prevent fraud, what you basically have to do, was du machen musst, ist, dass der Käufer und der Verkäufer und die Bank müssen mit Karten Verschlüsselung aushandeln, und das hat der Regierung Schmerzen bereitet. Das nächste, was wir dann hatten, war, dass wir uns einigen mussten über Responsible Disclosure, also verantwortungsvolles Veröffentlichen von Sicherheitslücken. Und die eine Idee war, dass man halt quasi einfach alle Fehler in einen Bugchecker packt, wie das Hacker bevorzugen würden. Aber andere hatten, sagen natürlich, dass man das erstmal fixen muss, bevor man es machen kann. Also zum Beispiel Microsoft mit seinem Bug-Dienstag, an dem sie immer die Patches raushauen. Und am Schluss wurde dann beschlossen, dass verantwortungsvolles Veröffentlichen der sinnvollste Weg dafür ist. Das Hauptproblem, was sich dabei zeigt, ist, ist, dass das ein sehr ungleicher Kampf ist. Wenn du jetzt der Direktor des NSA bist und jemand kommt mit einem Bug zu dir, der relativ schwerwiegend ist, und man könnte ihn nutzen, um beliebige Verschlüsselungen direkt am Server abzugreifen, im Prinzip würdest du, hast du dann so einen Trade-off, dass du entweder deine eigene Bevölkerung schützen kannst oder dass du halt eine sehr große Menge an Menschen in einem anderen Staatsgebiet angreifen kannst, was für dich interessant ist. Und das ist nur eine Achse entlang, derer man das denken kann. Es ist auch immer die Frage, schütze ich jetzt zum Beispiel das Weiße Haus vor einem chinesischen Angriff, dann werden die Chinesen wohl das nicht veröffentlichen. Aber wenn es darum geht, dass zum Beispiel ihre eigene Verschlüsselung damit bedroht sehen, dann haben
haben sie wohl auch eine Motivation, das zu ändern. Und das führt einfach dazu, dass sehr unglückliche Entscheidungen getroffen werden würden. Eine kleine Sache, die ich noch nebenbei erwähnt habe, ist, dass zum Beispiel in England um 2000 rum immer mehr Daten gesammelt hat. Zum Beispiel, dass man eine zentrale Datenhaltung für die Gesundheitsdaten der NHS einrichten wollte. Und dann wurde zwar gesagt, dass das geheim bzw. verschlüsselt sein muss, aber Blair ist dann 2001 hingegangen und hat gesagt, wir machen es einfach trotzdem. Und 2014 wurde dann gezeigt, dass ein Kumpel von Cameron die Datenbank an 1200 Forscher verkauft hat. Um die Welt gegangen und das war halt dann nicht nur zugänglich für andere Forscher, sondern irgendwann auch für die Geheimdienste und das ist natürlich problematisch. Und jetzt kommen wir dann mal zu Snowden. Im Juni 2014 hatten wir einen von diesen wirklich, von diesen Momenten, die alles verändern, mit der Veröffentlichung der Paper von Snowden, wo man klar sehen konnte, dass NSA, dass die Gesetze in den USA gebrochen haben und auch, dass GHCQ in England dasselbe getan hat, dass sie das Parlament belogen haben und dass da deutlich mehr passiert ist, als sie gesagt haben ursprünglich. Und eins der Systeme, die dabei bekannt wurden, ist das Prism, das in der Tat sogar legal ist, unter den jeweiligen Gesetzen. Wenn wir auf der nächsten Folie anschauen, dann kann man sehen, dass das mit Microsoft anfing, also denen quasi, dass die gezwungen wurden, das auszuleiten. Und es ging dann weiter über verschiedene Silicon Valley Firmen und im Prinzip können die jederzeit anklopfen bei den Firmen und sagen, hey, wir haben hier jemanden, an dem wir interessiert sind, gebt uns bitte dessen gesamten Verkehr. Und normal müssten sie eigentlich nachweisen, dass es sich um einen Ausländer handelt. Aber diese Veröffentlichung von Snowden hat gezeigt, dass Prism, ungeachtet der Tatsache, dass es nur 20 Millionen im Jahr kostet, ungefähr die Hälfte der interessanten Informationen, die die NSA rausfischt, liefert. So, die Sache, die Google wirklich genervt hat, ist diese Folie aus dem GCHQ-Foliendeck. Es zeigt, dass es eben nicht Daten ableitet, indem es halt mit Durchsuchungsbefehlen kommen, sondern dass die Klartext-Daten abgreifen direkt auf der Leitung. Und der kleine Smiley, den man hier sehen kann auf dem Sticky, das hat sie ziemlich verärgert und daraufhin haben sie beschlossen, dass die alle ihren Verkehr, ihren Datenverkehr verschlüsseln, damit es in Zukunft nicht mehr funktionieren kann und dass es eben nur noch mit einem Durchsuchungsbefehl abgehört werden kann. Aber auch die EU war ziemlich genervt durch die Operation Sozialismus. Diese Operation, basically the hack of Belgacom, and the idea was that GCHQ Belgacom. Die Idee war, dass GCHQ Spearphishing betrieben hat, also direkt versucht, Mitarbeiter anzugehen, um den Verkehr der Europäischen Kommission abzuhören, inklusive Handydaten, Handymitschnitte, unter anderem, als sie mit Afrika geredet haben. Und der Minister von, der Premierminister von Schottland. So this annoyed a number of people. Was mit London passiert ist, und das hat dann die EU ziemlich angepisst.
Auf der nächsten Folie können wir sehen, die Operation Boomerang und Edge Hill, war ein Versuch, weit verbreitete Internetverschlüsselung zu knacken, getting people to use vulnerable prime numbers for Diffie-Hellman Key Exchange and so on and so forth. Die haben versucht, den Leuten angreifbare Primzahlen für Diffie-Hellman unterzuschieben. Die haben dieses Projekt verwendet, um amerikanische und andere IT-Firmen zu unterwandern und einzubinden, um die Produkte so zu designen, dass man da besser drankommt an die Daten. Das heißt also, dass es so aussieht, als ob die Sicherheit bleibt, aber dass die Amerikaner und die Engländer halt drankommen. Wichtig waren ihnen insbesondere die Endpunkte im Netz und außerdem haben sie die Standards und die Regularien beeinflusst, wie Verschlüsselung eingesetzt und damit umgegangen werden sollte. Und als das draußen war in der Öffentlichkeit, nach dem Snowden haben wir die Crypto Wars 2 angefangen. Die drei amerikanischen Regierungsbereiche haben zumindest milde Schuldgefühle gezeigt. Obama hat die NSA überwachen lassen. Der Kongress hat gesagt, also Daten dürfen nicht behalten werden und hat den Patrioten Act, als es den Patrioten Act neu gemacht hat. Und der Überwachungsgerichtshof für die Geheimdienste ist auch strikter geworden. In England hat man überhaupt keine Schuldgefühle gezeigt und einfach weitergemacht. Und hier war, was die Unis gemacht haben. Die Unis haben darüber geschrieben und in 2018 hat die englische Sicherheitsbehörde vorgeschlagen, man sollte leichter diese Dinge erfordern dürfen. So, das heißt also, es wird die Komplexität erhöht, es werden dadurch zusätzliche Schlüssel eingefügt werden und es ist nicht mehr klar, wer drankommt. Und das ist natürlich nicht mehr der Schlüssel unter der Türmatte. So, und jetzt in den letzten 6 Monaten ist Folgendes passiert. Im Anfang 2020 über den Stanford Think Tank ist vorgeschlagen worden, dass da ist ein Tech-Paper rausgekommen, 29, was eigentlich nicht rauskommen sollte. Und da sind Ian Levy und Crispin Robinson dabei gewesen, die aus dieser englischen Überwachungsbehörde kommen. Die Optionen sind Filter in Client-Software mit einem Server, weil man nur auf der Client-Seite zu filtern nicht gut genug findet. Und die NGOs, also die haben gesagt, nee, wir wollen das nicht. Und jetzt wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. So, wo geht es jetzt hin? Das erste Problem, was wir sehen, ist Upload-Filter. Die neue Terrorgesetzgebung
Da statisches Filtern geht nicht, weil es 100.000 verbotene Bilder gibt, dann gehen halt die bösen Leute raus und machen nochmal 100.000. Das heißt also, das ist more dynamisch. Wird mein Telefon das blocken oder wird es das berichten? Und momentan gibt es die Auflage, solche Dinge zu berichten an die Autoritäten. Und was passiert, wenn die Filter abgedatet werden? Wir haben ein Beispiel gesehen. Im April haben Frankreich und Holland an alle Telefone geschickt, die EncroChat kopiert haben. Also EncroChat ist an Kriminelle verkauft worden und die Franzosen und die Niederländer haben halt dort ein Rootkit installiert. Und diese grundlegende Abgreifen aller Daten, das war nur ein gerichteter Eingriff, weil es halt genau auf diese 45.000 Handsets ging, aber nicht auf alle. Aber das hat sich trotzdem nicht an die Gesetze gehalten, die momentan gelten. And we should have a first verdict on that early in the new year. So, und der Investigatory Powers Act in England, der hatte auch verboten, dass solchen Leuten, dass englischen Ansässigen die Sachen abgeschnüffelt werden. So, was erwarten wir jetzt in der Zukunft? China wird ein echter Wettbewerber für den Westen. Der Präsident Xi ist 2018 ein lebenslanger Herrscher geworden. Die haben basically tearing up the Chinese constitution. There are large-scale state crimes being committed. So, also die chinesische Verfassung gilt jetzt dort nicht mehr. Der hat jetzt so. Der Chef-Rabbi von England hat letzte Woche gesagt, dass also dort schlimmste Dinge in Massengrößenordnungen passiert. Files on all Americans who work for the federal government, the hack of Equifax, which got credit ratings, so, and, credit histories. Dann sind verschiedene Dinge gehackt worden in Amerika mit einem großen, also der Krieg im Internet geht weiter. Und es gibt einen großen Streit über Standards wie biometrische Authentisierung auf mobilen Telefonen funktioniert. Und da gibt es, das heißt also, ein künftiges Telefon könnte das nicht lokal machen, sondern zentral hinschicken und alles halt an eine zentrale Stelle schicken. Und wie könnte dieser Kalte Krieg 2.0 anders sein? China makes electronics, not just guns, like the old USSR did. China macht Elektronik. Supply chain for China and one for everybody else. Kann man eine separate Supply chain für China haben? China has now collected very substantial personal data sets. On the Office of Personnel Management, they got so, China hat große Mengen persönliche Daten zusammengesammelt. Its own data centers in China for iPhone users in China, they get access. Also Apple musste in China ein Rechenzentrum aufmachen und so weiter. Equifax musste das machen. Das heißt also, die ganzen chinesischen Benutzer sind dort schon bekannt. Equifax got them data on all economically active people in the USA. Care.data gave them medical records of everybody. So Equifax hat ihnen alle ökonomischen Daten von US-Bürgern gegeben.
So, und diese persönlichen Daten werden schon genutzt für Intelligence Use, um Diplomaten in Afrika oder sowas anzugreifen. Now, given that this information is already in efficient targeted use, the next question we have to ask is, when will it be used at scale? Jetzt wird diese Info schon genutzt, um auch Ziele anzugreifen. Und jetzt brauchen wir einen neuen Blick darauf, wie dieses Problem aussieht. Wir hängen von Supply Chains ab, an die die Zugriff haben, mehr als dass die an den Supply Chains hängen, zu denen wir Zugriff haben. Was sind denn jetzt die Rollen für Regierung und Industrie und Bürger? So, wenn ich jetzt nach vorne schaue, dann sage ich, wenn der Kalte Krieg 2.0 tatsächlich passiert, dann müssen wir alle verteidigen und nicht nur die Eliten. Das wird jetzt nicht einfach sein, klar. Es gibt einen Haufen sehr große Mitspieler, die USA, andere Demokratien, auch nicht demokratische Staaten. Es wird komplex, es wird hässlich. Es wird nicht so eine einfache Situation wie das letzte Mal, wo im Prinzip die Tech-Industrie und die Forschung sich auch auf eine Seite gestellt haben. Aber auch das letzte Mal war es ja nur ein scheinbarer Sieg. Und die Frage ist, was können wir tun? Und ich glaube, wir müssen alle daran erinnern, dass wir zuhören müssen. Es geht nicht nur um Strategie und Taktik. Wir müssen ganz klar auf der Seite von Sicherheit und Privatsphäre sein. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass es mal ein Produkt gab, das hieß Tom's Guide. Das wurde 2011 in China veröffentlicht. Sie wollten das dort benutzen, obwohl es Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hatte. Das war das Skype. Und dann war halt so, dass sie versucht haben, ein extra Plugin einzuschleusen, das heißt eben Tom Skype, damit man es in China benutzen darf, obwohl es Verschlüsselung benutzt. Das heißt, du hast gedacht, du benutzt Skype und du hast Verschlüsselung, aber am Ende des Tages hast du in China immer im Prinzip ein trojanisches Pferd gehabt. Und dann gab es verschiedene Leute, die gesagt haben, wir sollten das nachahmen, dass wir das auch so machen. Und wir sollten nicht China nacheifern an der Stelle. Wenn wir über die Teilhabe Problematik nachdenken, dann merken wir auch sofort, was die Herausforderungen dabei sind, dass wir nicht das tun können, was nicht demokratische Länder machen. Wir sind zwar in einer globalisierten Welt, und wir müssen viel teilen und austauschen, aber wir können uns nicht auf diesen Pfad begeben. Das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Folie von meinem Buch, das ich jetzt rausgebe. Und jetzt bin ich offen für Fragen. It's a bit depressing to listen to you, so I have to admit. Let's have a look. Ist deprimierend, dir zuzuhören. Mal sehen, was es für Fragen gibt. So, I have a question. I'm wondering if the export controls at EU level became worse than UK level export controls because entities like GCHQ had more influence there or because there's a home. Die Frage ist, wurden die Einfuhrbeschränkungen in England schlimmer als woanders, weil der GCHQ so viel Einfluss hat? Was? It was about 2015, I think, or 2016. Mit diesen Exportbeschränkungen war 2015, glaube ich, oder 2016, haben wir gemerkt, dass die britische Firma Sophos Massenüberwachungstools in Syrien verkauft hat. Und das wurde dort benutzt, um die gesamte Bevölkerung zu überwachen und zu entscheiden, wen man davon irgendwie in Lager bringen sollte.
Und dann gab es dieses Büro für die Exportbeschränkungen, eine Anzahl von NGOs haben dann einen Haufen Exposés dafür geschrieben, und es wurde argumentiert, dass das ein aus dem militärischen Arsenal kommt und eigentlich kein ziviles Instrument ist und daher unter die Beschränkungen fallen sollte. Und es gab keine Ausrede. Da war aber jemand von dem GCHQ, der in dem Meeting dabei war und der offensichtlich im Prinzip den Ton angegeben hat und hat gesagt, nö, da sollte keine Beschränkung drauf sein. Und er hat argumentiert, dass wenn da schon irgendwie Blackboxes in deren Netzwerk sind, die Verkehr ausleiten, dann wollen wir doch sicherstellen, dass es wenigstens britische und deutsche Blackboxen sind und nicht irgendjemand anderes. Und Angela Merkel hat dann öffentlich verkündet, was ich ihr hoch anrechne, dass dieser Export von diesen Tools nach Syrien eine der schwierigsten Entscheidungen war, die sie in ihrer gesamten Kanzlerschaft hatte, weil sie wusste, dass westliche Truppen involviert sind in dem Krieg oder involviert sein werden und deswegen Informationen wichtig sind, aber auf der anderen Seite sie mit den Konsequenzen für die Bevölkerung schwer leben konnte. Und wir sehen, dass es hier sehr schwierig ist, die Konsequenzen abzuschätzen. Und es sind echt üble Spiele, die da gespielt werden, aber wir sollten uns voll darauf konzentrieren, dass eben diese Exportbeschränkungen hochgezogen werden. Also es ist viel zu tun. Deutschland hat das UN-Security Council verlassen. Was? Lass uns sehen, was als nächstes kommt. Ross, wir haben keine weiteren Fragen. Wir haben eine weitere Frage. Brauchst du das Ablehnen, Hintertüren anzunehmen, größere Anwendungen erlaubt? Wenn man sich große Anwendungen anschaut, dann Pressure gets brought to bear in those economic places. Wirtschaftlicher Macht einhergehen. Dann kann man viel Druck ausüben auf diese Mitspieler. This is what we have seen with the platforms that intermediate content. Und im Prinzip ist es das, was wir bei den Plattformen schon gesehen haben, mit den auch mit den Inhalteverbreitern wie Facebook oder ähnlichen. Auf der anderen Seite, wenn im Prinzip alles ausgespäht wird, bevor man es überhaupt verschlüsselt, dann bewegen wir uns auf eine Zukunft zu, wo private Gespräche eigentlich gar nicht mehr existieren. Ich glaube nicht, dass das der richtige Trade-off ist, den wir da machen sollten, weil wir wissen auch von eigener Erfahrung, dass wenn die Regierung sagt, denkt auch bitte an die Kinder, dann denken sie nicht an die Kinder, sondern dann geht es darum, dass sie Waffen nach Saudi-Arabien verkaufen wollen. Und wenn sie sagen, denkt an den Terrorismus, dann geht es eigentlich um Zensur. Im Prinzip wissen wir, dass Zensur, wenn sie zum Beispiel an der Universität stattfindet, oft einfach nur Meinungen unterdrücken soll. Und wir können davon ausgehen, dass die Meinungen, die die Regierung vertritt, in der Regel nicht ehrlich sind. Und wir haben inzwischen 20 Jahre Erfahrung, was das angeht. Und insofern ist die Frage für mich einfach. Ja, vollkommen richtig. Also ich habe ein paar Jahre gebraucht, keine 20, aber ich muss das erstmal verstehen. I think that's it. We just have another comment. And I'm thanking you for your time. And are you in an assembly somewhere around? Dankeschön. Wir haben jetzt nur noch einen anderen Kommentar. Ich danke dir für die Zeit. Bist du in einem Assembly in der nächsten Stunde oder so? Wenn jemand mit dir reden will, dann kann er vorbeikommen. Hast du die 2D-Welt benutzt? Nein, ich habe die 2D-Welt nicht benutzt. Mein Browser hat das nicht zugelassen, aber meine E-Mail-Adresse ist da und ich habe das Web. Also jeder, der mir schreiben will, der kann das gerne tun.
Dankeschön.